Hallo und herzlich willkommen bei der Erlebbar. Mein Name ist Sebastian und heute zeige ich dir, wie du dich als voll krasser Obsthipster profilieren kannst. Es wird ja auch häufig so getan, als wären essbare Stadt und Obst selber pflücken in der Stadt und so, als wäre das ein total brandheißes Thema. Mal unter uns, Pustekuchen, das interessiert in Wirklichkeit kaum jemanden. Wenn du dich aber als Insider zu erkennen geben willst, dann musst du schon imstande sein, zumindest eine Kornelkirsche zu entdecken und sicher zu bestimmen. Damit bist du dann nicht nur extrem cool, sondern das hat auch einen ganz praktischen Vorteil, denn kulinarisch ist die Kornelkirsche ein hochinteressantes Obst. Yummy, yummy. Woran erkenne ich also die Dinger? Klar, am einfachsten natürlich dann, wenn die Früchte dranhängen, aber was mache ich, wenn die Früchte gerade mal abgängig sind? Da gibt es meiner Erfahrung nach zwei Möglichkeiten, woran man die Kornelkirschen gut entdecken kann. Das ist einmal in der Blütezeit im März. Da stehen die sehr auffällig in der Landschaft rum. Ja, sozusagen ein gelb gesprenkeltes Baum- oder Buschgerippe. Und wenn man sich darauf erstmal eingesehen hat, dann übersieht man die Kornelkirschen in der Landschaft nicht mehr. Und die zweite Variante, wie ich immer wieder Kornelkirschen entdecke, ist der Blick auf den Fußboden. Wenn die Früchte reif sind, fallen die relativ schnell runter. Das heißt, so im September findet man unter den Kornelkirschen einfach schöne, matschige Stellen und dann ruckt man hoch und stellt fest, huch, da ist ja eine Kornelkirsche. Und wenn das Fruchtfleisch dann vergammelt ist, dann liegen den ganzen Winter über auch noch die Kerne, die Steine auf dem Boden und an denen kann man auch den ganzen Winter über immer noch Kornelkirschen entdecken. Wenn man, wie gesagt, das Suchmuster, das Beuteschema sozusagen erstmal auf der Festplatte und im Arbeitsspeicher hat, dann sind das zwei Möglichkeiten, immer wieder neue Kornelkirschen zu finden. Fußboden checken oder in der Blütezeit Ausschau halten. Die beiden Tipps vorweg, aber fangen wir trotzdem vorne an. In Leipzig stehen die Kornelkirschen häufig in Stadtparks so als Ziergehölz. Mal sind das einzeln stehende Bäume oder Baumgruppen. Häufig findest du die im Clara-Zetkin-Park oder im Johanna-Park oder auch am Völkerschlachtdenkmal. Häufig sind das aber auch Büsche. Auch die gibt's einzeln stehend. Das hier ist in Gera im Hofwiesenpark, da stehen ein paar einzelne Büsche. Und häufig stehen diese Büsche natürlich in Säumen. Ja, das ist hier beispielsweise an der Märchenwiese. So ein einzeln stehender Kornelkirschbaum, der kann schon mal bis zu 8 Metern Höhe erreichen, ist aber eher die Ausnahme. Ansonsten findest du die Pflanzen eigentlich in allen möglichen Höhen. Bäume mit 5 Metern Höhe, Sträuchern 3 Metern. An der Kreuzung am Völkerschlachtdenkmal an der Prager Straße, Ecke Tabaksmühle, da stehen sogar Kornelkirschen als Hecke, die sind dann nur 1 Meter hoch. Der Wuchs von den Dingern ist meistens etwas steif und sparrig. Das ist übertrieben, was ich jetzt sage, aber so für das Bild, für die Vorstellungskraft, das sieht ein bisschen so aus, als hätten die Pflanzen einen Besenstiel gefressen und dann stehen die da stocksteif und ich möchte ihnen zurufen, mach dich doch mal locker, du Kornelle. Egal, Unfug. Richtig ist aber, dass das Holz steinhart ist und sehr schwer und meine Fantasie erlaubt mir dann schon, mir vorzustellen, wie verkrampft die Pflanze dasteht. Angeblich ist das härteste Holz, das in Europa wächst. Keine Ahnung, kann ich jetzt empirisch so nicht nachprüfen. Na, und dann gibt's da noch die steile Behauptung, das Holz von der Kornelkirsche sei so schwer, dass es im Wasser nicht schwimme, sondern untergehe. Das muss ich natürlich selbst ausprobieren. Und schau an, das geht tatsächlich unter. Werf mal einen Blick auf die Knospen. Relativ einfache Unterscheidung. Die Blattknospen sind länglich spitz und liegen am Zweig an. Die Blütenknospen sind eher rund und dick und stehen vom Zweig ab. Alle beide, also Blattknospen und Blütenknospen, stehen gegenständig. Das heißt, die sind sozusagen da so am Stiel oder am Zweig sind die gespiegelt. Die stehen sich halt gegenüber, nicht versetzt zueinander. Die Blütezeit der Kornelkirsche fängt Ende Februar an und geht bis ungefähr April. Klar, je nach Witterung und Gegend, auf jeden Fall aber vor dem Blattaustrieb. Genau, und dann stehen eben diese knallgelb gesprenkelten Bäume und Sträucher mit diesem sparrigen braunen Gerippe, stehen dann in der Landschaft rum. Und das sind so ziemlich die einzigen, die da gelb rumblühen in der Höhe. Und dann kann man die eben sehr gut entdecken. Ja, da gibt es vielleicht noch die Forsythie, die wächst in Leipzig auch wie Sand am Meer. Aber wenn man sich dem Lebewesen annähert, dann sieht man dann auch ganz schnell die Unterschiede. Die Blüten an der Kornelkirsche stehen nämlich in Dolden. Da stecken dann ziemlich viele einzelne Blüten drin in so einer Dolde und die ist eingefasst von so 4 gelb-grünlichen Blättern. Und die einzelne Blüte selber hat auch nochmal 4 goldgelbe Blätter. Die leuchten dann so richtig.
So, aus den Blüten werden im Verlauf des Sommers völlig überraschenderweise Früchte. Die Erntezeit beginnt so im August und reicht bis in den Oktober. Die einzelne Frucht, die hat so eine Eier-Ellipsenform, also so ein bisschen länglich, ungefähr 2 Zentimeter lang, und der Kern, also der Stein, der da drin steckt, ist so ungefähr 1 Zentimeter lang. Wenn du Zuchtformen hast für den Obstanbau, dann können die Früchte auch durchaus mal größer sein. Meistens glänzen die Früchte, und die Farbe reicht von orange bis ganz tief rot, fast schon schwarz. Das heißt, wir können die Reife auch nicht an der Farbe erkennen. Um herauszubekommen, ob man die jetzt ernten kann, stupse ich die normalerweise so mit dem Finger an. Und wenn die dann abfallen, dann sind die wirklich reif. Wenn die reif sind, die Früchte, dann fallen die tatsächlich auch relativ schnell vom Baum oder vom Strauch. Und dann liegen die da auf dem Boden rum. Und wenn das im August noch heiß ist, dann wird das ein ganz schöner Matsch und fängt auch an zu stinken. Als aufmerksamer Spaziergänger kann man damit durchaus Standorte mit Kornelkirschen entdecken. Wie gesagt, wenn das Fruchtfleisch vergammelt ist, liegen die Steine auch den ganzen Winter über noch da rum. Das Fruchtfleisch selber ist ziemlich weich und der Geschmack ist sehr sauer, fruchtig. Immer wieder schön, die Gesichter zu sehen, wenn interessierte Mitmenschen das erste Mal so eine Kornelkirsche kosten. Die kommt dann doch ausgesprochen sauer daher. Dann schauen wir uns die Blätter an. Der Austrieb findet, wie gesagt, nach der Blüte statt, so ab April. Die Blätter stehen natürlich genauso wie die Knospen gegenständig, haben ungefähr 1 Zentimeter Stiel und werden 4 bis 10 Zentimeter lang. Die Blätter sind ebenso wie die Früchte ei- und ellipsenförmig, dann halt eben in 2D, also platt, ne? Und die haben einen glatten Rand und laufen am Ende spitz zu. Wirklich auffällig finde ich immer wieder diese ungefähr 5 Adernpaare oder Blattnervenpaare, die von vorne nach hinten durch das Blatt durchlaufen. Die sind typisch für so Hartriegelgewächse, haben also andere, haben die Verwandten von der Kornelkirsche auch, aber für Obstgehölze eben eher unüblich. Deshalb fallen die mir auch immer wieder auf. Die Farbe von den Blättern bei Austrieb durchaus frischgrün, und wenn die dann älter werden, die Blätter, dann sind die richtig satt dunkelgrün. Auf Ober- und Unterseite leicht behaart, oben etwas glänzender, unten etwas matter, würde ich das beschreiben. Dann kommt der Herbst. Die Blätter werden gelb bis orange im Normalfall. Manchmal bleiben die aber auch tatsächlich einfach grün bis zum Blattfall. Oder die werden einfach nur etwas fleckig oder die Ränder werden braun. Unter uns gesagt, die Herbstfärbung von der Kornelkirsche ist jetzt nicht so ein ästhetischer Renner. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Borke. Die kann sich zu einem ausgesprochen krassen Teil auswachsen. Die ist am Anfang auch ganz normal grün und glatt. Aber wenn die einzelnen Triebe dann anfangen zu verholzen, dann wird die Borke richtig graubraun und mit der Zeit immer schuppiger. Einzelne Teile fallen nach und nach ab und dann sieht das so richtig zur Furcht irgendwann aus. Wenn du mal in Leipzig bist und du dich für Pflanzen interessierst, dann lohnt sich natürlich sowieso ein Besuch im Botanischen Garten. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt die Kornelkirsche hier ist, aber das hier ist echt ein abgefahrenes, beeindruckendes Lebewesen. Gut, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erkennen und Bestimmen von Kornelkirschen. Würde dir empfehlen, wenn du schon mal dabei bist, sie auch zu ernten und zu verarbeiten. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn erzählt habe, irgendwelche Fehler dabei habe, dann würde ich mich freuen, wenn du die korrigierst. Ja, und über weitere bessere Hinweise freue ich mich auch. Ansonsten findest du weitere Anleitungen zum Nachselber und Bessermachen bei uns im Internet unter www.erleb-bar.de. Alles natürlich auf Machbarkeit und Spaßfaktor von uns selbst getestet.